Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Heute am 12.11.2011. Nein, ich spiele nicht Skyrim. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich das nicht gekauft hat oder so. Wir sind in der Add-on-Menschen-Kampagne Mission 3. 3? Ja, 3. Und wir schicken Turalyon jetzt hier rein, weil die Mission hatten wir beim letzten Mal gefinished. Machen wir weiter. Und ja, ich weiß, dass viele darauf warten, dass es endlich weitergeht. Jedenfalls schreiben mir immer mindestens 2 Leute pro Woche. Mach mal weiter. Ja, jetzt geht's weiter. Und ja, schauen wir mal, was wir jetzt für einen Text vorgelesen bekommen. Zweiter Akt, Draenor, die rote Welt. Also, ja, mal was Neues. Die Speer der Elfen vermelden eine schreckliche Nachricht aus Azeroth. Der orkische Schamane Ner'zhul und seine Todesritter haben sich in die königliche Bibliothek von Nu Stormwind gezaubert. Mit ihrer schwarzen Magie brachten sie den Tod über alle, die sich ihnen entgegenstellten, und entflohen dann in die Nacht mit dem Objekt ihrer Begierde, dem Buch des Medivh. Die Entwendung des Buches bestätigt, was Khadgar bei der Schlacht von Nethergard zu Ohren kam. Nach seiner Überzeugung will die Horde daraus erlernen, wie der große Hexenmeister die Erdspalte zwischen unserer Welt und dem Land der Orks öffnete, das im Buch des Medivh nur Draenor genannt wird. Mit der Kenntnis dieser Zauberkraft wäre die Horde nicht mehr aufzuhalten und würde zahllose Länder erobern. Unsere einzige Rettung besteht darin, nun unsererseits das dunkle Portal zu durchschreiten, um das Buch des Medivh wieder in unseren Besitz zu bringen und sicherzustellen, dass die Horde niemals mehr Azeroth bedrohen kann. Ja, wir sollen ein Schloss zum Schutz des Portals errichten und alle Gegner kaputt machen. Wir starten hier relativ in der Mitte, das ist schon mal sehr, sehr ungünstig. Ich habe mir die Map natürlich vorher mit dem komischen Greifen hier gescoutet. Weiß daher etwa, was ich will. Ich weiß zwar nicht, wie ich es jetzt genau umsetze, aber ich werde es mal probieren. Hier unten haben wir noch einen Flugapparat. Und wir gucken mal. Ich möchte auf jeden Fall oben rechts die Basis. So, und das ist nicht so leicht, nehme ich an. Zack. Ziehen wir hier alles rüber. Ich weiß nicht, ob der das Portal angreift. Was machen die denn hier? Alter. Okay, ich weiß nicht, was die machen. Aber das kann ich anscheinend gleich nochmal starten. Ihr solltet euch da hinstellen und nicht da alle blöd reinrennen. So, Gruppe 2. Gruppe 3. Kannst du mir hier hoch? Gehst mal dahin. Hier erstmal offen. Das glätten wir mal raus. So, und dann gehen wir mit denen dahin. Ja, den haben wir geopfert, das ist mir jetzt aber egal. Ich will oben rechts hin, definitiv. So, erstmal geht die hier vor. Oh mein, an was habe ich jetzt eine scheiß Balliste verloren? Wollen die mir sagen, dass ein Skelett das gekillt hat oder was? Ach man, es geht schon wieder super los. Es ist halt immer total anstrengend, das Spiel aufzunehmen. Weil es einfach mal frustrierend ist manchmal. Meistens. Fast immer. Ja, hier ist natürlich eine ganze Menge. So. Oh, cool. Ich weiß nicht, was die hier für eine schwule Wegfindung haben in dem Level. Und was das hier alles soll. Hä? Okay, aber ohne Katapulte komme ich da oben eh nicht rein. Was soll das jetzt hier? Warum hat der schon wieder Level 2? Ist doch schon wieder unfair. So, ich kann höchstens probieren, mit Sprengern da reinzukommen. Wir gucken uns erstmal die Base an. Kann ich brauche neu starten.
Ich glaube, das können wir noch reißen. Auch wenn es schwer wird. Ziehen erstmal das hier rüber. Stellt euch bitte in Turmreichweite und geht nicht weg. Hauptsache der Arbeiter geht jedes Mal weg, wenn er vom Greifen getroffen wird. Ah ja, Logik. So, haben wir die tot. Jetzt schicken wir das mal als... Man könnte das natürlich jetzt langsam machen. Aber das möchte ich nicht. Oh, ich habe nichts mehr. Ich hab doch hier gerade noch so viel stehen. Gut, nochmal. Tolle Mission. Ich weiß schon, warum ich das nicht so oft aufnehmen kann. Nach Magier haben wir ja auch noch. Gut, der war eben schon nicht mehr da. Hat mir die Kackviecher anscheinend schon zerfickt gehabt. Ich mach mal ein paar Stufen langsamer. Weil heute habe ich echt keinen Bock, mich hier über das Spiel aufzuregen. Ich gehe jetzt ganz ruhig an. Ich mache das ganz gechillt. Und schießen erstmal den weg. Ihr geht schon mal vor. Der kriegt jetzt keine Hilfe anscheinend. Ziehen wir das ja erstmal rüber. Ich habe einen verloren, das ist mir jetzt erstmal egal. Der greift, den nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob die das Portal angreifen, das müsste man jetzt auch mal testen. Wenn man da permanent Schutz hinstellen muss, ist auch kacke. Deshalb hoffe ich mal, sie greifen es nicht an, weil es ist ja im Prinzip neutral. Neutral greift er eigentlich keiner an. Ich gehe mal darüber. Du auch. Dann gehst mal dahin, sprengst das mal. Natürlich könnte man noch eine andere Base killen, weil die nicht ganz so schwer sind. Aber dann habe ich nicht den Vorteil, dass ich den hier oben weg habe. Weil der hier oben hat Drachen. Und Drachen möchten wir nicht. Bekanntermaßen. So. Zack. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Monat nicht mehr aufgenommen. Das ist schon relativ viel. Aber das ist ja nicht nur bei dem Spiel so. Ich habe ja generell knapp 2 Wochen nicht aufgenommen gehabt. Dann kommt endlich wieder so viel. So, alles tot. Hoffe ich doch mal. Hallo Demolierer. Gehst jetzt mal hier hoch. Wenn das so klappt wie eben, wäre das sehr angenehm. Das war ja ganz in Ordnung, hier mit den Ogern sprengen. Ist schade, dass sie nur einen Sprengradius von einem Feld haben, sonst könnten sie den Turm hier direkt nochmal killen. Ja, anscheinend haben sie hier in Sachen Einheiten 2, aber in Türmen nur einen. Natürlich genauso doof. So, greifen erstmal zurück. Den hier wollen wir natürlich nicht an unseren Katapulten haben. So, schießt man das Katapult kaputt. Das war super. Direkt mal beides gekillt. Anscheinend schon Arbeiter verloren, es kommt da. Ach, der hat kein Feuerwehr mehr. Kacke. Komm, 2 vorrücken bitte. Ganz schön macht ihr das. Den Turm müssen wir noch wegkriegen, glaube ich. Dann dürfte es erstmal mit 200.000 drin. Damit müssten wir die Mission auf jeden Fall knacken können.
Weil viel mehr geht ja im Prinzip fast gar nicht. Gut, es gibt 600.000 in einer Mine. Kennt man ja. 655.360, glaube ich, waren es. Hier oben steht zwar noch eine Menge, aber mal gucken, inwiefern wir das umgehen können. Erstmal verlieren wir jetzt einiges anscheinend. Die Teile sollten wir natürlich nicht verlieren. Hallo, nicht verlieren. Lasst mir den einen. Hier haben wir alles verloren gerade. Okay. Ah. So viel kann man da gar nicht machen gleichzeitig. Anscheinend haben wir jetzt fast gar keine Nahkampftruppen mehr. Das ist sehr schön. Wir haben noch ein paar wenige Einheiten hier verbleibend. Von denen der Magier jetzt erstmal noch stirbt. Oder auch nicht. Mach den Turm bitte tot. Jetzt ist er tot, der Magier. Jetzt ist der Ritter auch noch tot, jetzt nur ein Ritter. Ach, der heilt ja gar nicht schnell den Turm. Und jetzt haben wir im Prinzip wieder mal verloren. Ich hasse dieses Scheißspiel. Man braucht viel zu viel Micro, um hier effektiv was zu killen am Anfang. Anscheinend haben wir jetzt sogar hier eine Einheit mehr verloren, was gar keinen Sinn macht, weil ich die bis jetzt nie bewegt hatte. Ach man, die Mission sah, als ich mir die angeguckt habe mit dem Testflieger, so einfach aus. Und jetzt kommt wieder so ein Rotz. So, die Ballisten beschützen. Klingt leicht, ist es aber nicht. Nein, ich will den Kack greifen. Jetzt greift er erstmal den Turm schon mal an. Dann haben wir nämlich mal ein paar Hits, die wir eben nicht hatten. Dann brennt er jetzt schon mal. Und dann dürfte der Turm jetzt direkt auch mit den zwei Schüssen down sein. Ja, jetzt können wir nämlich die Skelette schnell mal fokussen. Geh bleibt bitte hier und lauf nicht total absurde Laufwege. Du schmeißt erstmal meine eigenen Einheiten tot. Das ist auch sehr schön, lieber Greif. Das ist nicht anders gewohnt von dir. Brumm, brumm. Du machst den kaputt. Hoffentlich blocken die Skelette ihn jetzt nicht tot. Nein. Schön. Nee, ihr bleibt hier. Falls dann ein hässlicher Flieger kommt. Ihr holt mal die beiden Skelette ab. Ja Mann, das ist wieder so schwer. Weil man eigentlich im Prinzip nicht viel anders machen kann. Der Gegner hat seine Stärke, die ist immer gleich. Und das ist irgendwie ein bisschen schwul immer. So, speichern wir mal als Erste. Ich würde jetzt mit ihnen ganz gerne die drei Ogre springen. Ich denke zwar nicht, dass das klappt, aber wir gehen mal hier lang. Ich will auf jeden Fall mindestens zwei haben. Naja. Das heißt nichts, jetzt kommt hier total viel. Weil der Gelbe anscheinend keine Gebäude mehr hat, schickt er mir jetzt seine ganzen behinderten Skelette. Killt mir damit erstmal total viel. Aber da konnte ich jetzt eh nichts mehr wegziehen.
schickt er mir da nochmal welche. Die kann ich ja mal hier durchfahren. Wenn die tolle Wegfindung mir es erlaubt, den möchte ich nicht verlieren. Bewegen bitte. Ja, die Balliste muss ich genau in dieses verschissene Feld stellen, dass der ich schlagen kann. Mein Herrscher, Ihre Order? Sechs Gruppen.